Leute, lange ist her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Doch das wird kein normales Video. Gerade im Intro gesehen, heute mal wieder ein neues Video. Was denn sonst, Lolli? Aber heute, das wird kein normales Video, weil ich hier schon im ersten Blut einen Fail habe. Das ist schon mal ein Grund. Nämlich, heute gibt's eine Ansage. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, eine Ansage. An wen oder an was? An ein Servernetzwerk. Nämlich an das GOMEHD.net-Netzwerk. Ich glaube, du musst aufhören, sich komisch zu reden. Ich glaube, es kommt nicht so gut an. Aber scheiß drauf. Ich habe neulich, ihr wisst ja, bin ja mit meinem Hauptaccount auf dem lieben GOMEHD.net-Server gebannt. Das wissen, glaube ich, sehr viele. Wegen, ich bin von Fehlbann. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gut, aber weiter geht's. Ich bekomme schon, weil ich mal vor kurzem Langeweile hatte. Dann schreibe mir irgend so einen Entbannungsantrag, weil ich habe keinen Bock, immer solche Accounts zu wechseln auf meinen Streams. Aber ich bekomme schon, wenn dieser Account wieder entsperrt wird, ist, glaube ich, vorteilhaft für mich und für euch, da ich dadurch sozusagen schneller agieren kann, beziehungsweise weniger hier Aufwand geschieht. Habe ich halt immer so einen Entbannungsantrag geschrieben. Der liebe hab ihn auch geantwortet mit einer nicht so entzückenden Nachricht, nämlich, ich zitiere, vielen Dank für deinen Entbannungsantrag und dein Interesse am Netzwerk. Oh Gott, ich darf nicht runterfallen, auch scheiße. Leider müssen wir mitteilen, dass du uns der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen bist. Daraus schließen wir, dass du aus deinen bisherigen Strafen nichts gelernt hast und deine Chance für verbessertes Verhalten blablabla nicht genutzt hast, weshalb wir gezwungen sehen, die Strafe weiter bestehen zu lassen. Gut, ich find's in Ordnung, wenn so ein Fehlbrand geschieht und wieder alles problemlos wieder abläuft. Ist ja alles gut, aber ist eine Unverschämtheit. Also wirklich eine Unverschämtheit. Die unterstellen mir, dass ich bereits negativ aufgefallen bin und bereits schon Strafen erhalten habe. Ich habe auf dem GOMEHD.net-Netzwerk noch nie einen Bann, einen Mute oder irgendetwas Provokantes geschrieben, beziehungsweise überhaupt dafür eine Verwarnung bekommen. Nein, ich habe da gar nichts gemacht. Mir wird da einfach unterstellt, ich hätte oder ich wäre bereits negativ aufgefallen. Wie denn? War ich einfach mal zu schlecht in QSG? War ich mal vielleicht zu gut in QSG? Oder wie bin ich dir negativ aufgefallen? Das verstehe ich schon wieder nicht. Ich wurde noch nie gebannt, habe noch nie Strafe erhalten. Oder glaube ich einmal wegen Hacking, angeblichen Hackings, angeblichen, die gebannt. Fand ich auch in Ordnung, da Fehlbands entstehen immer, das kenne ich hier aus dem Netzwerk. Doch mir sowas unterstellt, wirklich eine Unverschämtheit. Das finde ich jetzt, also ich persönlich ist, GOMEHD ist bei mir jetzt einfach absolut unten durch. Das ist wirklich No-Go für mich. Das ist wirklich No-Go. Würde vielleicht sagen, dass ich vielleicht nicht entbannt werde, blablabla, ist ja alles in Ordnung. Ist ja für jedem selber überlassen, ob der Entbannungsantrag angenommen wird oder nicht. Aber mir sowas unterstellen, nein. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ja, das war eigentlich so der Inhalt vom Video, weil ich einfach mal da sagen wollte, ich finde es in Ordnung, Entbannungsantrag abgelehnt, finde ich ja alles in Ordnung, ist ja deren überlassen. Dass ich hier, ob ich gebannt bleibe oder nicht, das ist ja auch kein Problem. Doch mich stört, dass so unterstellt wird, komme. Also wirklich, das geht bei mir wirklich nicht. Ich kann aber gerne hier noch was anblenden. Kurz anblenden, was mir wunderschön geschrieben hat, damit es auch real ist. Und ja, das war auch so innerhalb vom Video. Erstes Video seit Tagen schon wieder und gleich schon wieder ein Beef. So gehört sich das, Leute. Das ist YouTube Deutschland. Aber ich reg mich darüber jetzt nicht länger auf. Ich akzeptiere es aber mal, dass Gomme jetzt etwas unprofessionell rüberkam. Ich hoffe, wir finden noch ein paar andere Server, wo man auch ordentlich spielen kann. Und den müssen wir ordentlich töten, ja. Denn es geht so nicht weiter. Wir müssen den umlegen. Darf ich bitte Dankeschön. Aua, hat wehgetan. Ey, es geht beide, als ob jetzt beide einfach auf mich gehen. Als ob jetzt einfach beide auf mich gehen, ist doch nicht wahr. Ja komm, schieß mir gleich mit dem Bogen ab. I'm sorry, warte, ich muss das machen. Oh, da ist einer nicht equipped. Der ist aber richtig leckerer Snack für zwischendurch. Komm mal her. Nein, das ist mein Kill. Halt, stopp, halt, dankeschön. Abgestaubt, tut mir leid. Ey, was macht man nicht? Das weißt du ganz genau. Das weißt du auch. Ey, du holst mich jetzt nicht, ich verbiete es dir. Leute, nicht vergessen, ich möchte etwas Werbung machen, aber ich möchte halt eben auch die maximale Reichweite jetzt sozusagen bei diesem Event genießen. Am 7.9. 7.9 sag ich schon. Am 7.4. mache ich einen 24-Stunden-Stream. Wer dabei sein möchte, ich streame auf Twitch, auf YouTube. Also YouTube ist Main. Also auf YouTube beantworte ich so die meisten Fragen, aber kann halt eben auch von anderen Plattformen die Chats lesen. Also ich werde auf YouTube, Twitch, Hitbox und anderen nicht so populären Plattformen streamen. Aber für jeden ist was dabei. Wird nochmal, glaube ich, in ein paar Tagen so ein kleines Infovideo kommen. Damit ich möchte eben gerne die maximale Reichweite genießen, wenn ihr es versteht. Also das ist ein lang geplantes Event jetzt. Das war der erste Teil dieses 1K-Specials. Ihr wisst, ich habe ja vor einem knappen Monat 1K geknackt und das ist so das Special dafür, was ich dafür gerne machen würde. Und wer dabei sein möchte, ich werde am 7.4. um Punkt 18 Uhr starten. Den holen wir uns noch mal ganz kurz dürftig. Lol. Ist er gerade nur bei mir jetzt gestorben oder ist er, also nachdem ich ihn geschlagen habe oder ist mein Motor zu schlecht, dass er sich verarbeiten konnte oder hä? Warte mal. Nee, fürs Slow-Mo blende ich jetzt nicht an, da ich dafür zu faul bin. Aber schau es mir mal an, es sah relativ schon etwas komisch aus. Lolli Bastard? Oh shit.
dann doch gerechtfertigt. Das wird ein witziger Titel. Ey, du holst mich jetzt nicht. Verbiete es dir. Du dummes Etwas. Du mieses Stück. Ich muss mich beruhigen. Ich möchte jetzt unbedingt die Runde gewinnen. Ich möchte jetzt holen. Und ich werde gerade auf allen Plattformen, wo ich aktiv bin, angeschrieben. Was hasse ich? Ich glaube, ich werde einfach pro Aufnahme komplett off, hier offline. TeamSpeak aus, Steam aus, Skype aus, einfach alles aus. Und da habe ich gewonnen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Lolli.